Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aus einer klitzekleinen Werbepause. Manu Lenz, alles, was Frauen wollen. Und Manu Lenz ist höchstpersönlich zu uns ins Studio gekommen. Hallo nochmal, Manu. Und wir haben vor der Werbung natürlich darüber gesprochen, früher Sommer steht an. Ihr habt eine neue Kollektion bei manulenz.tv. Und wir gucken einfach nochmal in den kleinen Trailer für den Zuschauer rein, was uns da alles erwartet, denn das alles umschreibende Thema ist natürlich auch Größe, ja, bis zur Größe 60 seid ihr jetzt gegangen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sieht wirklich ja richtig toll aus und man vermutet es gar nicht, aber gucken Sie selbst erstmal rein. Ja, liebe Zuschauerin, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Manu, wie kriegt ihr das hin, dass das nicht aussieht wie ein Sack, sondern dass das wirklich ja tolle Schnitte sind, ja luftige Stoffe. Man sieht es ja, die Frauen bewegen sich, also da klebt nichts am Körper. Und dass ja die Farben auch noch so strahlend sind, also lebensbejahende Mode sozusagen. Das ist gut erkannt. Also das ist auch dieses Lebensgefühl, was wir den Frauen geben wollen, egal in welchem Alter und egal in welcher Konfektionsgröße. Das hat immer was mit Sicherheit zu tun. Also ich fühle mich als wohlproportionierte Frau, ich selber trage eine Größe 44, gut und sicher, wenn der Schnitt mich trägt und ich das Gefühl habe, an mir ist alles Attacco, sage ich immer. Das zeigt dein eigenes Spiegelbild. Also diese Modekompetenz geben uns die Zuschauer, da bin ich auch sehr dankbar und wir können es auch wirklich. Also Schnitte zu machen bis zur Größe 60, die nicht alle gradiert sind, also gradiert heißt, du wirst einfach nur weiter und gerade und du versteckst die Frauen, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Silhouetten zeigen. Wir sind ja als Frauen auf die Welt gekommen, weil wir Kurven haben und ich glaube, manchmal machen wir Frauen uns die Probleme auch selber, weil mein Mann sagt zum Beispiel, er mag eigentlich ganz gerne kurvige Frauen und da sollten wir das auch nochmal reflektieren, weil die Männer lieben auch Kurven. Aber wir machen eben Schnitte, die sind auf Figur, auch bis zur Größe 60. Das ist gut erkannt. Dann würde ich sagen, gucken wir mal gleich mal, was Berit an hat für uns. Denn das ist nämlich, liebe Zuschauerinnen, auch so ein figuroptimiertes Kleid. Ja. Und erzähl mal was ganz kurz zum Print. Richtiger Fachausdruck hoffentlich. Genau. Und was hat Berit da an? Also wir haben es eben, dieses Kleid haben wir auch in einer anderen Farbe eben im Trailer gesehen. Das ist wirklich ein Sommerkleid. Das Wichtige dabei ist, dass die hellen Farben auch blickdicht sind. Das ist was ganz wichtig. Das macht uns sicher. Das heißt, das ist so etwas und das ist ein sogenannter Wirbeldruck. Man spricht von Print oder Fingerprint und der Fingerprint eines Designers ist immer wieder zu erkennen. Und bei uns gibt es hier viele grafische Muster wie hier. Das heißt, das ist ein Kleid mit einem ganz kleinen überschnittenen Arm und wir haben dazu den Multibolero, den haben wir eben auch gesehen. Den haben wir in ganz vielen Farben. Dazu gedacht für alle Damen, die sagen, ich mag nicht so gerne, dass meine Arme nackend sind. Also wenn es heiß ist, irgendwas drüber zu ziehen, was aber trotzdem luftig ist. Okay, dann würde ich gleich mal sagen, gucken wir in ein ganz tolles Outfit. Die werden nämlich schon vorbeihuschen sehen. Das ist wieder diese rockige, tolle Jeans mit dieser ja, etwas anderen Passform. Du hast es ja vorhin ganz gut erklärt. Und was sehen wir da jetzt oben? Das ist echtes Leder. Das ist eine neue Kollektion, die wir haben. Und natürlich so ein bisschen das Thema Goldrausch. Ganz tolle Qualität. Auch ein bisschen hochwertiger, auch ein bisschen hochpreisiger. Das ist die Kollektion Tutsi, die wir ganz neu haben. Mhm. Als Preview-Show in dieser Saison. Ab Herbst dann auch noch weiter in den Größen. Im Moment haben wir es bis zur Größe 48. Wir werden es aber bis zur 52 ab Herbst bekommen und vielschichtiger in der Qualität und in der Aussage der Kollektion. Und dazu passt natürlich, das ist ein absoluter Trend, wieder diese Jeans, die so ein bisschen used gemacht ist. Die Jacke sieht natürlich unglaublich leicht aus, überhaupt nicht so dick, wie man Leder erwartet. Ne, jetzt.
Genau, es ist halt eine ungefütterte und es ist beste Qualität und die Lederoberflächen, man sieht es, wenn die Kamera jetzt drauf geht, dass das wirklich nicht aussieht wie einfach Gold, sondern die ist in ganz vielen verschiedenen Tonhöhen. Ja. Das ist wirklich Kunst und das ist wirklich ein Design, was ganz, ganz schön ist und super in die Kollektion passt. Was hat das mit dem Oberteil auf sich? Muss man das zur... Ja klar, muss man die dazu kaufen, aber... Nee, du kannst unter der Lederjacke auch einfach ein weißes Shirt ziehen, das reicht auch. Aber es ist halt natürlich hier, ihr wolltet ja unsere Trends sehen, deshalb haben wir es mitgenommen und komplett. Das ist jetzt auch, sieht aus wie gewickelt und hat eben oben nochmal so einen kleinen Steg, ein besonderes Dekolleté, sehr feminin. Stichwort Dekolleté kenne ich von meiner Mutter, dass sie immer sagt, gerade wenn die Mütter ja ein bisschen älter werden, haben die immer Angst, um Gottes Willen, ich kriege vielleicht im Ausschnitt Falten oder um Gottes Willen, ich brauche jetzt immer ein Tuch um den Hals, weil, wie habt ihr das hingekriegt, dass das Dekolleté trotzdem toll umschmeichelt wird, sehen wir jetzt gerade nun bei der Barrett, dass das nicht too much ist, aber auch nicht so, so Modell-Nonne, sage ich jetzt mal, wirklich alles zumachen und bloß nichts mehr an Haut zeigen. Nein, das hat ja so ein kleines Extra, das heißt, man sieht schon etwas vom Dekolleté, aber es ist so ein bisschen eingehüllt und eingeschmeichelt durch die Doppellagigkeit, durch den kleinen Steg, wobei da sind keine Falten bei der Barrett. Aber ich würde mir da auch nicht so Kopf machen. Bei meiner Mutter sind auch nicht so viele. Ich würde mir da auch keinen Kopf machen, auch wenn da welche wären, weil ich finde immer, Falten ist ja eine Definition. Also ich werde auch 50 und das sind ja Zeichen des Lebens. Ich finde es viel schlimmer, wenn reifere Frauen das alles wegbomben lassen und dass alles glatt ist, aber nicht natürlich. Das finde ich nicht so schön. Aber das ist eine Einstellungssache. Ich finde es nicht so schlimm, wenn da ein paar Fältchen sind. Aber gerade bei dem Oberteil, was wir gerade gesehen haben, finde ich, ist es überhaupt nicht notwendig, ein Tuch oder so. Selbst wenn man ein bisschen unsicher ist, gerade weil es halt so ein bisschen abgeschlossen ist, aber trotzdem nicht verschlossen ist. Mhm. Ich will noch mal ein bisschen auf die Farben eingehen, die ihr euch habt einfallen lassen. Sind das jetzt Farben, die vielleicht in der nächsten Saison wieder out sind? Oder gerade sagst du, nee, diese Farben, gerade weil sie jetzt wieder gekommen sind, die wird es noch eine ganze Weile geben, nur natürlich anderen Variationen mit vielleicht auch viel frecheren Ideen noch. Also Farbe ist immer ein wichtiges Thema. Die ganzen Schmuckfarben, Silber, Gold, Platin sind in diesem Frühjahr wichtig. Die kann ich aber immer so abwandeln, dass ich sie immer tragen kann. Also ich kaufe mir nicht so eine goldene Lederjacke nur für eine Saison. Würde ich jedenfalls nicht tun. Bei uns gibt es auch im Winter Farbe, das ist das Ungewöhnliche. Also wenn man jetzt schon in den Winter schaut und sich bei den Designern umschaut, ist vieles grau, beige und taub. Bei uns gibt es viel Farbe, trotz der Modefarben, die sind bei uns auch vertreten. Das heißt, wir brechen so ein bisschen das Modediktat und sagen nicht nur grau, schwarz, taub, sondern bei uns darf man Farbe finden. Ich finde sowieso, Mode ist ein Stilmittel und es sollte den Typ und das Charisma unterstreichen und nicht, du sollst dich der Mode unterwerfen. Also deshalb muss die Palette, wir machen mehr als 14 Kollektionen selber, so vielfältig sein, weil es ist ja auch eine Tagesstimmung. Du ziehst ja auch nicht jeden Tag das gleiche Hemd an, sondern man wacht morgens auf, trinkt vielleicht erstmal einen Kaffee und sagt, ist mir heute nach Farbe oder ist mir heute nach ein bisschen was zurückgenommeneren? Und die Frauen sind da genauso. Perfektes Stichwort, denn ich glaube, Barrett hat jetzt so ein bisschen die Moderevolution ausgerufen in Sachen Back to the 70s. Ne? Erzähl mal ganz kurz. Genau, das ist ja das, was dir, glaube ich, auch gut gefallen hat. Diese starken Drucke, die gibt es bei uns auch hier als Paisley. Viel Aprikosentöne, Lachstöne mit Türkis. Das ist jetzt wirklich auch ein mutiges Teil, aber meine Kundin meint, das ist jetzt auch meine Kollektion wieder, die mögen diese bunten Töne und eben hier Trompetenärmelchen, ein bisschen weiter. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vielleicht Größe 60 oder bin kurz darunter. Mhm. Wie schaut es aus, wenn ich bei euch das im Fernsehen sehe, nachmittags auf TV Berlin, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, und mir das probeweise bestellen will und ich weiß, na, passt es nicht. Du hast ja gesagt, okay, gefällt garantiert, aber nichtsdestotrotz kann man was zurückschicken bei euch oder gibt es eine Beratung bei euch auf der Homepage vielleicht auch, wo man vielleicht nochmal eher Nachfragen stellen kann? Also wir haben ja die Styling-Berater sowieso, das heißt, erstmal kann man alles zurückschicken und man muss es auch ausprobieren. Wie gesagt, bei solchen Drucken, wie wir eben gesehen haben, einfach ausprobieren zu Hause in aller Ruhe. 30 Tage volles Rückgaberecht, das spricht auch für die Qualität, sonst würden wir nicht so ein hohes Rückgaberecht haben. Wir haben aber Stylingberater, auch für wohlproportionierte Figuren. Das heißt, ich kann anrufen, ich kann sagen, das und das sind meine Wünsche, schick im besten Fall ein Foto
Und dann schicken unsere Stylies, so sagen das wir, den Outfit-Fits nach Hause. Die kannst du auch alle wieder zurückschicken, aber man kriegt einfach auch mal einen neutralen Blick. Und ich würde mir wünschen, viele Frauen nutzen das schon, dass auch jetzt die wohlproportionierten Ladies das tun. Und wir haben auch ein Model neu in einer Größe 46, die on air aussieht wie eine Größe 48, 50. Das du weißt, man sieht immer ein bisschen mehr aus im Fernsehen. Ja, 10 Kilo hat man locker drauf. Und ja, das kommt super an bei den Damen. Ich wollte gerade nachfragen, weil man muss ja auch mal eine Lanze für euch brechen. Man denkt ja immer, ja, ja, die tricksen sowieso. Und die Stoffe, die fallen eh ganz anders, wenn das bei mir zu Hause ankommt. Aber ihr seid auch so mutig, dass ihr auch etwas wohlproportioniertere Models ins Studio reinholt. Trotz der optischen Fülle, die die Kamera natürlich auch nochmal drauf tut. Aber dass ihr sagt, okay, nee, bei uns, wenn wir über solche Größen reden, dann sollen auch Models diese Größen tragen. Ja. Absolut. Und es sind mittlerweile die Lieblingsmodels von unseren Kunden. Die finden das ganz toll. Mhm. Und es ist ja so, wenn ich eine Größe 44, ich nehme mal mich, mit 44 trage, dann will ich das nicht an der Größe 36 sehen. Ich möchte das sehen an einer Figurtype, so wie ich es bin. Mhm. Und das Ganze muss ich dann trotzdem zu Hause ausprobieren, weil ich weiß nicht, ob das Grün jetzt das richtige Grün ist wie für mich oder der Druck. Jetzt kommt noch ein richtig heftiger Druck, denn wir haben Asien als Thema und jetzt kommen Mandalas, Buddhas, Drachen und so weiter. Das ist sehr speziell. Es ist auch Urlaubsgarderobe und die haben wir jetzt auch noch mal mitgebracht. Ich mag so das kurz gern. Vor Schluss ja. Reden wir natürlich über den Urlaub. Mensch, Mann, du bist gemein. Was sehen wir da jetzt? Wie exotisch ist dieser Druck? Sieht so ein bisschen der Drachen, den sehe ich da, der Buddha. Genau, der Drache trägt ein Mandala mit einem Sonnenbuddha. Das ist eine ganz beliebte Tunika, die heißt Cape Tunika. Die ist in einem Stück gearbeitet, die kann man auch super mit in den Strand nehmen, einen Teiler drunter ziehen. Das ist natürlich jetzt wirklich ein asiatisches Thema mit Feuerfarben. Gibt es auch noch in Blautönen, also haben wir eine ganze Serie von. Das ist für mich Urlaub pur und wenn du da am Strand spazieren gehst, ist das einfach ein Highlight. Und das ist Cupra, also eine neue Qualität, die ist wirklich kaum von Seide zu unterscheiden und ist ganz, ganz toll und auch pflegeleicht. Und darunter haben wir noch einen Spitzentop, wenn Sie das wollen. Das kennen unsere Zuschauer alle und auch gerne Bauchweg-Leggings dazu. Aha, ja. Okay, muss ich mal kurz rüberschielen. Ja, genau. Die Bauchweg-Leggings, den Teil sieht man jetzt nicht, denn oben der Teil der Sattel ist höher gemacht aus einem festeren Material. Und shaped ein bisschen, bei der Barrett ist nichts zu shapen, aber shaped und ich habe die auch, die haben wir auch in ganz vielen Farben. Und ist auch so ein Preishighlight und ein absoluter Bestseller bei unseren Damen. Okay Manu, fassen wir nochmal am Schluss zusammen. Ihr habt Manu Lenz TV, alles was Frauen wollen. Ihr habt jetzt auch bis zur Größe 60. Mhm. Ihr habt, was ich ganz toll finde, Stylingberater. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, kann man anrufen und wie ich heute gelernt habe, sogar ein Foto schicken. Und dann kriegt man auch Vorschläge für dich selber. Vorschläge. Du schickst uns ein Foto und wir schicken dir Vorschläge. Okay. Nicht für die Männer. Und was ist mit diesen, du hast so viele neue Stoffe, neue Verarbeitungen heute erwähnt. Wenn ich das erste Mal höre, bin ich ja natürlich als Zuseherin so ein bisschen verwirrt und weiß nicht, oh je, was ist das? Kriege ich da auch bei euch Informationen drüber? Gerade wenn du sagst, die Polyester ist nicht mehr Polyester, wie es in den 70ern war, sondern es ist jetzt viel moderner, viel Hightech-Faser, kann man schon. Wir erklären die Qualitäten natürlich in den Sendungen durch unsere Moderatoren, aber unsere Kolleginnen und Kollegen im Bestellannahme-Center sind auch geschult, die können das auch und es steht auch nochmal alles im Internet und wenn sie dann noch eine Frage haben, kann man bei uns auch einfach so nochmal anrufen. Also alle Mann gerne. Ab wann gibt es die neue Kollektion zu sehen? Ich glaube, ab sofort. Ne? Ab sofort und auch bei euch. Okay, dann vielen Dank, Manu, für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank natürlich auch an Berit hinter der Kamera. Das heißt, Sie konnten sie sehen, liebe Zuschauerinnen, wir auch. Aber Berit steht nebenan quasi und hat uns freundlicherweise ja das Neueste in Sachen Frühling, Sommer von Manu Lenz, alles, was Frauen wollen, gezeigt. Ja, Manu, vielen Dank nochmal für den Besuch bei uns im Studio. Mhm. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich morgen Nachmittag sehen Sie ja alles, was es bei Manu Lenz TV gibt, natürlich auch im Programm von TV Berlin. Schalten Sie einfach ein. Ich sage tschüss und lassen Sie sich inspirieren für den kommenden Frühling und vor allen Dingen für den kommenden Sommer. Lassen Sie die Sonne scheinen sozusagen.